Unsere Kritik am Antrag der CDU bedarf keiner weiteren Worte. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, noch ein bisschen was zum SPD-Antrag einzugehen. Wir werden diesen Antrag nicht zustimmen. Ich zitiere ganz kurz hier aus dem Antrag: Konzept für eine Videoüberwachung in den feststellbaren Zonen verminderter Sicherheit sollen entwickelt werden. Hier folgt die SPD, hier folgt auch die SPD den Stöckchen, die ihnen das rechtsbürgerliche Lager hinwirft, das rechtsbürgerliche Lager und schlimmer hinwirft. Meines Erachtens ist das aber nicht der Hauptpunkt, sondern ich möchte eingehen auf den Begriff Zonen verminderter Sicherheit, weil sich darin meines Erachtens ein völlig verengter Sicherheitsbegriff widerspiegelt. Lutz Getschmann hat schon unsere alternativen Stadtentwicklungskonzepte angesprochen. Sie finden den ja auch auf Top 26, da werden wir heute nicht zu kommen, aber wir werden über Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsbedingungen am Stern sprechen, den wir eingebracht haben. Ich möchte diesen Sicherheitsbegriff mal versuchen ein bisschen zu erweitern. Zonen verminderter Sicherheit sind zum Beispiel Bereiche, in denen sich Wohnungslose, Alkohol, Drogen und andere Kranke, Migrantinnen und Migranten aufhalten. Diese Personengruppen, unter ihnen vor allem die Frauen, sind besonders gefährdet, besonders bedroht, also besonders unsicher. Diese finden sich aber in dem Antrag an keiner Stelle wieder. Es wird an keiner Stelle auf die wachsende Bedrohung in Deutschland, in Hessen, in Kassel und weltweit hingewiesen, der diese Personengruppen zunehmend ausgeliefert sind, und damit können wir nicht d'accord gehen. Zonen verminderter Sicherheit sind auch der Bereich der Beschäftigung im sozialen Bereich zum Beispiel. Zonen verminderter Sicherheit, also prekär im Sinne des Wortes, sind Beschäftigtenverhältnisse von Sozial- und Schulassistenten, die über Zahlungen an freie Träger von der Stadt bezahlt werden und unterbezahlt werden. Das, meine Damen und Herren, ist Unsicherheit. Einen habe ich noch. Also es ist schon angesprochen worden, ich will noch mal Herrn Portmann zitieren, der ja hier im Antrag steht. Dieses Recht endet dort, wo andere Bürgerinnen und Bürger belästigt werden. Das ist rein subjektiv. Das kann überhaupt kein Faktor für staatliches Handeln sein. Ich fühle mich belästigt von sonst wem. Das kann nicht der Maßstab sein. Öffentlicher Raum ist öffentlich und bleibt öffentlich. Keine weiteren Einschränkungen durch die Stadt. Durch privatwirtschaftliche Nutzung öffentlicher Plätze ist der Aufenthalt für bestimmte Bevölkerungsgruppen, ich habe es vorhin schon genannt, schon jetzt stark eingeschränkt. Es kann nicht angehen, dass wir deren Lebensqualität weiter einschränken. Ich melde mich gleich ab. So, zwei weitere Punkte im meine Damen und Herren, Stadtverordnetenvorsitzende. Zwei Punkte, danke. Im SPD-Antrag sind noch die folgenden. Vorletzter Absatz ist uns einfach zu vage. Wir unterstützen daher das Plädoyer der Drogenhilfe für mehr Sozialarbeit in diesem Bereich. Super, finden wir gut, finden auch wir. Aber dann heißt es, daher ist es nötig, die kurzfristige Einführung von Beschäftigungsprojekten zu prüfen. Nein, meine Damen und Herren, dazu ist eine massive Aufstockung der aufsuchenden Jugendarbeit notwendig. Und genau diese fordern wir. Und sobald, und da hier in der Vorlage keine Vorgaben für ein Konzept, klare Vorstellungen deutlich gemacht werden, können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Letzter Punkt, ich finde es gut, im letzten Absatz über den Inhalt kann man sich streiten, aber Appelle an Bund und Land sind natürlich okay. Der Magistrat wird beauftragt gegenüber Land und ja, per se sind die okay, kann man machen. Über den Inhalt, wie gesagt, kann man dann streiten. Der Magistrat wird beauftragt, gegenüber Land und Bund auf angemessene personelle und sachliche Ausstattung in Kassel zu drängen. Okay, gibt wichtige Punkte, wo man das machen kann, aber wo ist diese Klarheit, wo ist die personelle und sachliche Ausstattung für die Sozialarbeit, für die aufsuchende Sozialarbeit hier in Kassel? Da bleibt dieser Antrag völlig offen und das ist völlig unzureichend und wir werden diesem Antrag